Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden im Studio. Wir machen hier jetzt gerade die Kurzfassung von deutschen Schutzgebieten, was man da jeweils darf und nicht darf. Kurzfassung heißt wirklich kurz. Wer sich für Hintergründe und Details interessierte, darf sich gerne die Langfassung angucken. Findet ihr hier noch irgendwo entsprechend verlinkt. Und damit legen wir auch schon los. Wo darf man was in welchem Schutzgebiet? Ich nenne alle deutschen Schutzgebiete und jeweils die Einschränkungen ohne Hintergründe, wie es dazu kommt und so weiter. Trinkwasserschutzgebiet ist normalerweise einschränkungsfrei. Im Trinkwasserschutzgebiet darf man so ziemlich alles, außer da jetzt irgendwelche Öle, Benzin und sonst was in den Boden kippen. Das darf man aber auch sonst nirgendwo sonst. Es gibt noch einen Sonderfall, nämlich Stauseen, Trinkwasserspeicher. Denen darf man sich im Regelfall nicht nähern. Das heißt, in einem Umkreis von, keine Ahnung, 30 Meter, 50 Meter, 100 Meter hinterm Ufer darf man das Land gar nicht erst betreten. Das heißt, man darf da auch nicht über Nacht ein Feuer machen oder sonst was. Fällt komplett weg. Warum? Ja, Schutz des Trinkwassers. So, das nächste ist das Landschaftsschutzgebiet. Die sind relativ häufig in Deutschland, gibt es auf 25% der Landesfläche in etwa. Landschaftsschutzgebiete haben für einen Wanderer, für einen normalen Naturbesucher keine Relevanz. Da wird nur die Schönheit der Landschaft und Eigenartigkeit und ökologische Prozesse in der Landschaft geschützt. Die können wir nicht kaputt machen, indem wir da durchlaufen. Also keine Relevanz. Es gibt innerhalb von Landschaftsschutzgebieten gerne mal noch Wildruhezonen. Wildruhezonen dienen dem Rückzug des Wildes, dass man da nicht stören darf. Das heißt, man darf die Wildruhezone gar nicht erst betreten. Am Rand der Wildruhezone mit dem Teleobjektiv reinzoomen darf man schon, wird man im Regelfall halt nicht viel sehen. Reinlaufen, strikt verboten. Alles andere, was man sonst drin machen könnte, bedeutet ja, dass man drin ist. Also darf man auch alles andere logischerweise nicht. Der Naturpark. Naturpark nicht mit Nationalpark verwechseln. Ein Naturpark ist mehr oder weniger ein Konstrukt, das die nachhaltige Entwicklung, die nachhaltige naturnahe Entwicklung einer Region sicherstellen soll und den Tourismus in diese Region fördern soll. Das hat für den Besucher der Natur dieser Region überhaupt keine Relevanz. Ein Naturpark kann keinerlei Verbote, Betretungsverbote, Nutzungsverbote oder ähnliches in irgendeiner Form erlassen, darf man also komplett ignorieren, wenn man in einem Naturpark unterwegs ist. Hat keine Bewandtnis für den Wanderer, den Naturaufsuchenden. Biosphärenreservat ist unterteilt in drei Zonen. Es gibt da eine Management-Transferzone, das ist die äußerste. Da gibt es meistens fast keine Einschränkungen, beziehungsweise nur Einschränkungen auf dem Niveau eines Landschaftsschutzgebietes. Oft ist allerdings das draußen Übernachten im kompletten Biosphärenreservat inklusive dieser schwächsten Zone nicht erlaubt, also ausdrücklich verboten. Kurz zur Erinnerung, im normalen Wald, im normalen Nichtschutzgebiet Wald darf man in gewisser Weise übernachten. Das ist eine rechtliche Grauzone, es ist nicht verboten, es ist nicht ausdrücklich erlaubt. Damit kann man da wenig für bestraft werden. Es sei denn, man zelten ist generell genehmigungspflichtig. Ergo, wenn man die Genehmigung nicht hat, verboten. Gut, dann gibt es noch die Pufferzone im Biosphärenreservat. Da darf man auf jeden Fall nicht übernachten, häufig aber sehr wohl noch von den Wegen runter und die Landschaft frei betreten, um sich dort zu erholen. Das häufig auf die Tagzeit beschränkt. Manchmal darf man es aber auch 24 Stunden rund um die Uhr, solange man dabei eben nicht schläft oder lagert oder sonst wie. Die Kernzone hingegen ist ein Totalschutzgebiet. Da darf man gar nicht erst rein. Ergo darf man da auch sonst nichts anderes. Gibt wenige Ausnahmen, wo man unter bestimmten Bedingungen rein darf, zum Beispiel mit einem Schiffchen, wenn man da durchgeschippert wird, sofern das Relevanz hat. Aber das ist dann auch wieder ein Sonderfall. So, dann gibt es das Naturschutzgebiet und ähnliche Gebiete. Naturschutzgebiet ist am häufigsten, kommen wir gleich zu. Es gibt aber auch noch Naturdenkmal, flächenhafte Naturdenkmale, Naturwaldreservate und Bannwälder. Möglicherweise gibt es je nachdem, welcher Region, welchem Bundesland noch andere Begriffe, die in diese Kategorie fallen, meint aber alles dasselbe. So, Naturschutzgebiete
Als klassische Gebiete dienen dem Schutz eines bestimmten Teils der Natur, zum Beispiel einer seltenen Orchidee auf irgendeiner Wiese. Da diese Orchidee mit der Wiese existiert, muss man die gesamte Wiese schützen, wenn man die Orchidee schützen möchte. Puff, Naturschutzgebiet. Oder es gibt eine besondere Form von Quelle und deren Umgebung, die einen eigenen Sonderstatus im Ökosystem bedeuten. Das ist selten, das ist schützenswert. Buff, Naturschutzgebiet. Ein Wasserfall. Buff. Flächenhaftes Naturdenkmal, weil ein flächenhaftes Naturdenkmal ist relativ klein und es reicht in diesem Fall, den Wasserfall und seine direkte Umgebung zu schützen. Jetzt nochmal der Unterschied. Bannwälder und Naturwaldreservate sind in allen Naturschutzgebieten. Es kommt aber noch eine Besonderheit dazu. Da findet auch keinerlei Forstwirtschaft oder sonstige Bewirtschaftung statt. In einem normalen Naturschutzgebiet kann auch mal unter Auflagen ein Baum gefällt werden, solange damit der Gegenstand, der da geschützt werden soll, nicht gefährdet wird. Wenn du zum Beispiel neben einem Wasserfall ein paar Bäume fällst, ist der Wasserfall immer noch da und immer noch schön und immer noch schützenswert. Hat also meistens keine Auswirkungen. Hingegen ein Bannwald oder Biosphärenreservat bedeutet Totalschutz. Man darf da drin gar nichts, inklusive es findet keinerlei Bewirtschaftung statt und es entsteht im Prinzip ein Mini-Urwald von morgen, wie man das immer so schön sagt. Generell gilt, in solchen Gebieten darf man die Wege nicht verlassen, keine Pflanzen beschädigen, keine Beeren pflücken, keine Pilze sammeln, Tiere nicht beunruhigen, keinen Krach machen, kein offenes Feuer verwenden, nicht in Hütten, auch nicht in Hütten, nächtigen, lagern, über Nacht sich lange aufhalten. Ja, ich denke, das ist es im Wesentlichen. Oft auch Hunde nicht frei, ja, was eigentlich immer Hunde auch nicht frei laufen lassen. Auch wenn das ansonsten im gleichen, im entsprechenden Bundesland erlaubt wäre und zur entsprechenden Jahreszeit erlaubt wäre, in Naturschutzgebieten, Bannwäldern, Biosphärenreservaten, flächenhaften Naturdenkmalen nicht. Gut, also im Prinzip darf man da fast nichts, außer auf Wegen durchlaufen. Oft auch nur tags. So. Dann gibt es noch den Nationalpark, das ist ein Riesen-Naturschutzgebiet im Prinzip und da teilt sich nochmal in zwei Zonen. Die Zone, in der man überhaupt nichts darf, das nennt sich Kernzone, da darfst du auf Wegen durchlaufen, auch meistens nur tagsüber, darfst nicht in Hütten übernachten, darfst auf keinen Fall Feuer machen, keine Pflanzen bestätigen, keine Pilze sammeln, keine Beeren sammeln, nix. Gut. Und keine Tiere beunruhigen, das darfst du aber noch nicht mal im normalen Wald. Tiere beunruhigen darf man nie, ist aber besonders teuer im Schutzgebiet, wenn man dabei erwischt wird. Was in der Praxis nicht wirklich vorkommt, ich meine ja nur. Es gibt noch eine Managementzone im Nationalpark, da kann es Ausnahmen geben, dass dann eine Wiese mal betreten werden darf, auf der Wiese gesessen, gelegen, entspannt werden darf. Das findet dann aber alles nur in Managementzonen statt. Und meistens ist ausgewiesen, hier betreten Sie die Kernzone, das heißt, du darfst nichts. Und ab hier Managementzone, das heißt, du darfst vielleicht was. Das ist aber ganz unterschiedlich. Je nach Nationalpark muss man sich beim Betreten eines Nationalparks, beim Urlaub da, was auch immer man da vorhat, vorher gezielt informieren. Aber viel geht da nicht. So, dann gibt es noch FFH-Gebiete, Natura 2000-Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete. FFH heißt Flora, Fauna, Habitat, nur für diejenigen, die das wissen wollten. Das sind alles EU-Schutzgebiete, die ein EU-weites Schutzgebietsnetz umspannen sollen, damit sich eben die Tiere, die in der EU so leben, von diesen Schutzgebieten zu den Schutzgebieten, zu den Schutzgebieten und so weiter, fortpflanzen und bewegen können. Das ist ein guter Ansatz. Es gibt im Grunde und Ganzen nicht viel daran auszusetzen. Bissel was vielleicht. Theoretisch könnten die ein Betretungsverbot beantragen aus ihrem Status als FFH, Natura 2000 und so weiter und so fort Gebiet heraus. Das passiert in der Praxis nie. Also jedenfalls kenne ich keinen Fall. In der Praxis heißt es, wenn man da ein Schutzgebiet, da ein Betretungsverbot drüber setzen möchte, dann macht man gleichzeitig ein Naturschutzgebiet draus. Und damit gelten dann wieder die Regeln des Naturschutzgebietes. Landesrecht bricht in diesem Fall immer EU-Recht. Heißt, wenn da nationaler Schutzstatus drüber ist, ist der ohnehin mächtiger als der EU-Schutzstatus. Und damit haben die FFH, Natura 2000, Vogelschutzgebiete und so weiter im Regelfall für uns keine Bedeutung, sind halt ein Sonderfall. Deswegen nenne ich sie am Schluss. Und damit sind wir auch schon durch. Das war die Kurzfassung. Ich hoffe, sie war kurz genug. Heißt, bis auf in Naturschutzgebieten und Nationalparken, Biosphärenreservate, dürft ihr und Bannwäldern und wie heißen die anderen?
Naturwaldreservate dürft ihr in sämtlichen anderen Schutzgebieten, von denen ihr jetzt was gehört habt, mehr oder weniger den Wald normal betreten und alles da tun, was man auch in dem stinknormalen Wirtschaftswald ohne irgendeinen Schutzstatus dürfte. Allerdings sind Vergehen gegen generelle Waldgesetze, wie zum Beispiel das Feuerverbot, in Schutzgebieten wie in einem Landschaftsschutzgebiet möglicherweise teurer als in einem stinknormalen Wald. Auch wenn man da im Grunde sonst dasselbe darf, Vergehen werden teurer. Das wollte ich noch gerade schnell erwähnt haben. Macht's gut!